Wie viele Story-Views hast du? Weil du hast ja ziemlich viele Abonnenten. Ihr dürft das nicht verwechseln, Leute. Egal ob YouTube oder Instagram. Ich habe extrem lange Pause gemacht, ja. Das heißt, auch auf YouTube sowie auf Instagram hat man dann aufgrund dessen sehr, sehr viele tote Abonnenten oder Follower. Ich bin zufrieden mit meinen 3000 Aufrufen. Ich bin zufrieden, kann damit leben. Aber früher war es natürlich um einiges besser, einiges geiler. Einiges besser. Das muss erst wieder alles kommen, Leute. Der Brother for Gaming hat gefragt, Pato, konntest du mit deinen Aufrufen früher leben finanziell? Am Ende des Tages, man verdient zwar auch, was weiß ich, ein Broski oder was weiß ich was, verdient man da natürlich auch pro Video Geld. Alles gar keine Frage, aber am Ende des Tages verdienst du dein Geld durch die Partnerschaften und durch Product Placement. Bei mir war es OneFootball, FC Red Bull Salzburg und dann noch andere Placements. Also letztendlich, das meiste Geld bekommst du durch Placements und halt durch Verträge. Könntest du irgendwann mal wieder was bei einem Verein vorstellen? Tatsächlich hat mich vor einem Monat ein österreichischer Zweitligist kontaktiert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen momentan, weil ich habe nicht umsonst den Vertrag bei Salzburg nicht verlängert. 2019 hatte mich gebrochen. Diese Depression, das hat man immer irgendwie dabei, aber dieses mit Burnout noch zusätzlich. Ich habe mir einfach vorgenommen, solange ich noch Vollzeit arbeite, kann ich nichts anderes annehmen, weil Salzburg, wirklich, das ist so geil gewesen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das Team war geil, wenn ich dort war, es war alles geil, es wurde immer alles organisiert für mich, egal ob es Hotel ist, die Zugfahrten, die Taxifahrten, die Aufenthaltskosten. Ich musste nichts selbst zu essen kaufen. Für alles wurde gesorgt und ich habe denen auch viel gegeben. Das hat alles so gut zusammengepasst, Leute. Aber letztendlich ist das wie ein Job, Leute. Es ist ein Job. Man hat ein Arbeitsverhältnis zusammen. Aber das war letztendlich auf Kosten meines eigenen YouTube-Kanals, auf Kosten dann meiner Gesundheit, weil ich meinen YouTube-Kanal nicht sterben lassen wollte zur damaligen Zeit. Und meine Vollzeitjob, Leute, ich war... meine Beziehung ist draufgegangen. Mein Kopf war tot, Leute. Bin Salzburger, Bro. Ehre, dass du so gut redest, Bro, über Salzburg. Ich liebe Salzburg. Ich bin immer noch mit Salzburg verbunden. Ihr könnt nachschauen auf meinem Account, welche Salzburger Spieler mir immer noch folgen, obwohl ich nicht mehr unter Vertrag bin. Der Kapitän folgt mir. Die Legende folgt mir. Junuzovic. Daka, der absolute kommende nächste Superstar unter vielen anderen. Mir folgen so viele, aber es besteht halt kein Arbeitsverhältnis. Ergo, man hört von mir halt nicht mehr viel in Bezug auf Salzburg. Halt ein Arbeitsverhältnis auch war. Jetzt bin ich wieder ein Fan, aber auch gleichzeitig ein Freund des Vereins. Ich bin immer willkommen. Ey, Leute, ich kann euch Geschichten erzählen. Ich habe im Stadion geschlafen. Ich war um 3 Uhr nachts auf der Tribüne, ich habe in der Kabine gestreamt, ich habe in der Kabine gepennt, ich war auf der Weihnachtsfeier, ich war auf 2 Weihnachtsfeiern mit den Profis. Ich bin so stolz, Leute, dass ich mit Haaland kommunizieren durfte. Das sind halt so Geschichten, ne? Könnt ihr nicht erleben, was ich alles erlebt habe dort, ne? Oder halt der geilste Moment war ja, da war ich ja noch extrem, da war ich noch auch im Ranking der FIFA-YouTuber auch noch weiter höher angesiedelt, ne? Dementsprechend noch bekannter. In Salzburg, ich wurde immer erkannt. Egal wo ich war, ich war damals mit meinem Management, ich war im Einkaufszentrum einkaufen, das Spar hieß der Laden. Ich stehe bei der Kasse mit meinem Management, plötzlich schreien zwei Jungs, Pato, können wir ein Foto machen? Das war so geil, Leute. Das war so geil. Mit Kaesrick nicht, aber Krappi. Da war ich auch für Salzburg auf einem Event. Und da habe ich halt Krappi kennengelernt. Aber auch nur, ja, Servus, bla bla bla, hin und her. Das ist auch geil. Ich habe einfach das originale Minamino-Trikot, wo Minamino gegen Neapel gespielt hat. Kein Mensch auf der Welt hat das, Leute. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der ein getragenes Champions League-Trikot gegen Neapel hat. Von Minamino. Das ist original getragen, mit Gebrauchsspuren. Ich weiß gar nicht mal, wenn ich das verkaufen würde. Ich wüsste gar nicht mal, wie viel ich das verkaufen könnte, Leute. Weil das ist ein japanischer Nationalspieler. Das sind ja immer wie Volkshelden quasi, ne? Ich habe ein Foto mit Iker Casillas. Ich bin so weit von Zidane weggestanden, ne?
so weit, weil ich beim Testspiel war, Salzburg gegen Real Madrid, so weit von den Real Madrid-Spielern weg gewesen. Und ich hätte auch in diesen Spielertunnel gehen können, mit jedem abklatschen können. Das war mein erster Tag in Salzburg, Leute, vor 121 Wochen. Mein erster Tag in Salzburg, da hat mich der Christoph, das ist jetzt der ist schon etwas Höheres jetzt dort, hatte mich eingeladen. Da habe ich eine private Stadionführung gehabt, Leute. Einfach ich alleine, mir wurde ganz alleine das ganze Stadion gezeigt. Mega, mega geil. Hier Pressekonferenz, auch mega nice. Das war mein Geschenk. Das Trikot, das hängt auch hinten. Das habe ich heute noch. Die sind so geil, die Westen von Salzburg und Nike, beziehungsweise überhaupt auch die Farbe. Mega nice. Mein erstes Mal im Europark, okay. Ist mein erstes VIP-Ticket mit Akkreditierung. Das heißt, ich durfte mich überall bewegen. Theoretisch, Schiri pfeift ab. Ich durfte auf den Rasen, Leute. Theoretisch hätte ich mit dem Gegnerteam abklatschen können, mit dem Salzburg-Team hätte ich abklatschen können, ich hätte im Spielertunnel auf alle warten können. Alle, ich konnte mich frei bewegen, ich hatte Zugang zum VIP-Bereich, ich hatte zu allen Zugang, Leute. Wenn ich wirklich sage zu allen, dann ist es zu allen. An dem Tag hatte ich das nur für den Tag. Aber ich hatte das dann für ganze letzte Saison, leider Gottes, war ja Corona auch am Start, ich durfte mich einfach überall bewegen. Das war so nice. Das war mein erstes Spiel in Salzburg, mein erstes internationales Spiel. Ich glaube, das war das gegen Trondheim? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Da ist mega. Ich bin draußen gestanden, ich wurde gleich erkannt. So nice, so süß, Leute. Da ist gleich so. Da war der Abpfiff. Normalerweise, ich konnte auf den Rasen, ich konnte quasi alle umarmen, so tun, als wäre ich so ein Spieler quasi, ne? Ich hatte einen viel zu krassen Respekt und deswegen habe ich den dunklen Rasen nicht betreten. Ich bin immer außerhalb, habe ich mich dann herumbewegt. Das war so süß, Leute. Da hat mir sogar die Mutter geschrieben: Danke, die Jungs sind begeistert von dir. 2 Jahre folgen sie dir, jetzt endlich haben sie dich getroffen. So süß, dass mir sogar einfach die Mutter schreibt, ne? Das war im Hotel. Leute, ich schwöre, ich mache nur Chaos. Überall Saustall, ne? Da bin ich mit Christoph gesessen und mit einem anderen Salzburg-Spieler, Ex-Salzburg-Spieler. Der spielt jetzt wieder in Deutschland. War das Jabo, Leute? Ich glaube, das war Jabo. Mega geil, das war dann mein erstes wirklich privates Treffen, wo auch ein Salzburg-Spieler am Start war. Ich war so nervös, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich war so nervös. Mein Management, das war das Club-Event. Das war auch so geil, Leute. Da haben wir, ich glaube, das sieht man dann jetzt eh. Das war im Hotel, war das, okay. Das war ein Event. Da habe ich, im ersten Jahr habe ich sogar selbst mitgemacht. Und ich habe in der Gruppenphase die meisten Tore geschossen, Leute. Da bin ich halt dann ausgeschieden gegen jemanden, der im Vorjahr im Kader war. Big Mac, moin moin. Dankeschön für dein Follow. Das ist auch wieder Events, okay. Emoji aufs neueste Bild. Ja, Leute, egal wo ich bin, überall ist ein Saustall. Ich sag's, wie es ist. Da ist mir irgendwas Peinliches passiert. Ja, mir ist hier die Tüte da gerissen mit voller Red Bull-Dose. Ich war so wütend, Leute. Ich sag's, wie es ist. Bla, bla, bla. Da war ich das erste Mal, nein, das war YouTube-Seite ebenfalls. Ah ja, das war mein erster Beitrag auf der Seite. Da ist mein erster Vlog. Da, Leute, so geil. Da haben wir einfach 3 Tage in der Salzburger Heimkabine gelebt, Leute. Gelebt. Hier haben wir dann gestreamt und so weiter. Das war so geil, Leute. Das war echt so geil. Das kann ich euch gar nicht in Worte beschreiben, ey. Das war so ein eigenes Gefühl. Das ist so, ey, das sind jeden Tag deine Spieler, die du supportest, deren Trikots hängen da. Am liebsten hätte ich jedes einzelne Trikot zap, zap, abgemacht, Leute. Das war ein Wahnsinnsgefühl und du streamst das einfach. Das war am Abend, da war ich, glaube ich, da sieht man das. Da hinten haben wir gezockt, einfach hier in der Kabine. Dann habe ich gestreamt, dann habe ich, ich weiß nicht, einige von euch werden sich wahrscheinlich daran erinnern, wo ich den Fake-Toti-Pack-Prank gemacht habe. Das war so lustig. Das war absolut lustig. Da erstmal ein sauberes Hotel, aber auch nur,
weil ich an dem Tag im Stadion geschlafen habe, Leute. Ich habe an dem Tag im Stadion geschlafen, im Büro, weil ich noch an einem Vlog geschnitten habe. Und ich habe erst in der Früh eingecheckt im Hotel. Ja, da habe ich mich aufgeregt, weil der Ober mir gehämmert hat. Bla bla bla. Da, ich glaube, Michi, du bist jetzt eh im Chat. Hey Pato, ich bin seit meiner Kindheit Salzburg-Fan und du bist mein Lieblings-YouTuber und feier es mega, dass du jetzt Content-Creator von Salzburg eSport bist. Bin fast jedes Spiel im Stadion, obwohl ich in Oberösterreich wohne und hoffe, dass ich dich mal treffen kann. Und geil, dass du dich mit Michi und Christoph so gut verstehst. Kennt ihr auch schon seit ein paar Jahren. Leute, ich schwöre, solche Nachrichten bekomme ich zwar heute nicht mehr en masse, aber ich bekomme sie tatsächlich noch. Aber ich schwöre, das war immer so ein schönes Feedback. Das geht immer so runter wie Butter oder wie man das sagen kann. Keine Ahnung. Das war auch in der Kabine. Wirklich geiles Gefühl. Da habe ich gestreamt, Leute. Einfach mitten aus der Kabine. Das war Wahnsinn, Leute. Das ist der Krieg. Ich weiß noch vor 2,5 Jahren, du hast mit ein paar Zuschauern gestreamt und jetzt hängst du bei RBS rum. Krass, Pato, mach bitte weiter so und wie du mittlerweile ein großer Bestandteil der deutschsprachigen FIFA-Szene bist. Das war halt eben vor 110 Wochen so, Leute. Ich war einfach wirklich bei den Top 15 der FIFA-YouTuber aus der deutschsprachigen Szene. Hat mich sehr, sehr geehrt. Ich war auch sehr, sehr stolz darauf. Aber ja, die Krankheit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Aber wie man es mir ansieht, ich bin glücklich, Leute. Ich bin sehr, sehr glücklich. Aber trotzdem, es war eine wirklich geile Zeit, der sportliche Part, Leute. Da waren wir gerade, da habe ich das Video, warte, nein. War das Video, nein, das war noch nicht das Video, wo die Fußball-Challenge entstanden ist. Da hat sogar, Leute, ein Fernsehteam hat meine Idee so gefeiert, dass sie einfach die Fußball-Challenge mit aufgenommen haben, die auf meinem YouTube-Kanal ist. Das ist das Video, was ich auch auf Instagram habe, mit meinen 1-Sterne-Weakfoods, wo ich hingeflogen bin. Das war zu lustig, Leute. Schaut euch das Trainingscamp an. Das ist die Akademie in Salzburg, Leute. Nicht umsonst hat die einen weltweit geilen Ruf. Nicht umsonst ist Salzburg jetzt wirklich eine Top-Adresse im europäischen Fußball, wenn es um Talente geht. Die haben dort alles, Leute. Die Akademie. Ihr müsst euch meine Vlogs anschauen, da zeige ich euch ein bisschen mehr dazu, aber einfach der Wahnsinn, Leute. Alleine optisch, die Akademie, hier, keine Ahnung, 2, 3, 4 Trainingsplätze, keine Ahnung. Und das war auch so geil, ich gehe so vorbei, auf einmal die Legende Edi Gustafsson, Leute. Wow! Und dann auf der Weihnachtsfeier, du triffst Leute wie Alexander Zickler, René Aufhauser. Und wirklich, die sprechen einfach, als wärst du hier ein Spieler, Leute. Ja, servus! Was, wie geht's dir? Und bla bla bla. Schön, dass du da bist und solche Sachen. Alexander Zickler ist ja für euch, für die Deutschen, ja auch eigentlich, weißt du, Champions League-Sieger, Bayern-Spieler, bla bla bla, ne? Ich schwöre, auf einmal bist du auf der Weihnachtsfeier und hängst einfach nicht nur mit den Profis ab, sondern auch mit den Trainer. Jesse Marsch, so ein sympathischer Typ. Rose, so ein sympathischer Typ, man denkt sich, du setzt dich zu ihm hin und der ist einfach dein Best Buddy. So geil, Alexander Zickler, René Aufhauser, auch die im Management, im Marketingbereich, wirklich alles so geile Menschen dort. Und das, Leute, oh mein Gott, ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. In der Akademie ist ja auch erstens die Eishockey-Arena, aber gebt euch das sucht Europa seinesgleichen. Auf der Kamera sieht das nicht so groß aus. Aber Leute, wie geil das aussieht. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sieht so wild aus in real life. Und hier der Fitness Room. Auch sehr, sehr geil von der Akademie. Und dann hier, was ist das? Du trainierst Leute und hast dieses Zitat die ganze Zeit vor dir. Triff deinen härtesten Gegner, dich selbst. Alter, wenn du das jeden Tag vor dir liest, wie geil. Und hier, wenn du da so am Ergometer bist, du kannst hier rausschauen, so geil war das, Leute. Die Zeit damals, so geil. Hier auch, eigenes Fernsehteam, das war Sky, glaube ich, Sky Sport Austria.
mega, das war so eine geile Zeit. Das war mein erstes Fernsehinterview und da kann ich euch auch eine Story erzählen. Leute, ich war hier der Content Creator, okay? Vor der Kamera, ich rede, bla bla bla, ohne Ende. Jetzt ohne Luft anhalten rede ich die ganze Zeit mit euch so, keine Ahnung, okay? Und das Interview, ich war der, der mit Abstand am längsten gebraucht hat für das Fernsehinterview. Weil ich nie gerade Sätze rausgebracht habe, okay, ist auch, wenn ich jetzt streame, aber ich habe immer so lange Luft holen müssen und immer, was wollte ich jetzt sagen, habe das Wort vergessen, keine Ahnung, ich habe so lange gebraucht, ich wurde schon ausgelacht, Leute, ich wurde ausgelacht, aber es war so eine geile Erfahrung, Leute, mein erstes Fernsehinterview für Sky Sport Austria, so geil. Muna Sabur, das war auch in das erste Mal, dass er auf eine Nachricht oder Story reagiert hat, auch sehr, sehr geil von Munas. Mit denen habe ich auch ein paar Fotos. Das war auch geil, Leute. Ja, warte, wenn man schon nicht mehr weiß, wie man sitzen soll. Die Zugfahrt war halt immer das. Ach, das war. Und Leute, ich brauche wieder den Friseur. Ich brauche wieder Friseur. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Und das war auch immer so geil, wenn ich gepostet habe, dass ich in Salzburg bin. Sind die Leute immer hergekommen. Es waren immer, ich habe mindestens Leute und ohne übertreiben 100 bis 150 Leute von euch kennengelernt und nicht mehr als 50% oder lass es sicher 50% sein, sind nur wegen mir hingekommen. Das war so geil. Da gibt es auch Leute, die haben sich ein Trikot gekauft mit meinem Namen. Das war, oh Leute, da sehe ich ja wild sportlich aus, ne? Das war vor 58 Wochen. Das war da, wo wir die Fußball-Challenge gedreht haben, die auch auf meinem Kanal ist und die ist so lustig geworden. Die ist so lustig geworden. Hier ist auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich weiß jetzt gar nicht, vor wie vielen Leuten ich gerade spreche. Ich habe jetzt bis jetzt noch gar nicht auf den Chat geachtet. Tut mir sehr, sehr leid, aber ich muss gerade meine Erfahrungen mit euch teilen. Ich werde das auch als Best-of hochladen, ganz genau. Oh, ganz fokussiert. Da haben wir eben die Fußball-Challenge gemacht, ist auf meinem Kanal und ich liebe dieses Outfit. Habe ich jetzt gerade auch an, Leute. Ich liebe diese Jogginghose und auch diese Shirts von Salzburg. Die sind so angenehm, generell die Nike-Qualität, die Farben, ist einfach geil, Leute. Das war dann mein viertes Interview war das sogar schon für Sky Sport Austria. Und Leute, da war ich hochprofessionell. Da sind die Antwort rausgeschossen. Ich sag's, wie es ist. Ja, ja, da habe ich schneller geschossen als andere mit was anderes schießen. Ja, netter Vergleich. Aber das war auch geil. Okay, hast du reingeschaut. Bla, bla, bla. Das war im Livestream von der E-Bundesliga. Wir als Titelverteidiger sind ganz nach vorne rausgegangen. Und irgendwie, stimmt. Das waren Zeiten, Leute, da wurde ich sogar von Girls angeschrieben, ob ich Profi bin, ob ich Fußballprofi bin. Weil das immer so, ja, keine Ahnung, manchmal wirkt das halt so, wenn ich das so sehe, so zum Beispiel, wirkt halt so von der Statur her und bla bla bla. Ich wurde da zu dieser Zeit echt von Girls angeschrieben, ob ich Spieler bei Salzburg bin. Wild. Hardcore professionell. Diese Events sind auch so geil gewesen, Leute. Da, 31er, mit ihm ein Jahr vorher Meister geworden und dann wechselt er einfach das Team. 31er, Aydin. Aber wir haben da wieder den Titel verteidigt. So geil. Immer wenn ich, also so lange ich bei Salzburg war, wir haben immer die E-Bundesliga gewonnen. Das war dann wieder ein Interview bei Sky. Das war dann live im Fernsehen. Und eine geile Location, Leute. Ihr seht das eh hier. Hier mit FIFA Fico und Nino sind auch sehr bekannte FIFA-Größen. Da war auch Mirza. Da habe ich mit Mirza mich auch immer so geil unterhalten. Da, ja, das hat so auch so sein eigenes Feeling, wenn du dann auch die Creator alle in live triffst. Mit denen kannst du dich so geil unterhalten, Leute. Und Mirza zum Beispiel ist wie im Stream geradeaus, wirklich offen straight. Man kann mit ihm einfach so geil reden. Und ja, das war auch ein geiles Erlebnis, da ich natürlich wieder bla 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 bla. Da war ich bei Salzburg öfter auf dem Kanal, das feiere ich auch. Da habe ich immer so ein paar Updates gegeben, dass ich dann natürlich auch die Rolle des Content Creators. Ich schwöre, Leute,
Wir haben, ich glaube, das war an einem Samstag. An einem Samstag haben wir den Titel gewonnen und dann sind wir natürlich feiern gegangen. Und ich schwöre, Leute, wir waren alle krank. Ich bin dort eingeschlafen. Am Sonntag war nämlich das Einzelfinale. Ich bin dort eingepennt. Max ist eingepennt, Sercan. Wir haben dann auch die Einzelfinale verloren, weil wir einfach nicht gut drauf waren, Leute. Das war krass. Das war krass. Guckt euch meine Skills an. Nice, oder? Nice. Kann man sich unterhalten, oder? Ich bin der Dance in der Party, Leute. Huch. Da auch, Leute. Das ist so geil. Die alle, das ist der Michael, by the way. Michael Schnitzer. Ich war bei einem Adventskalender drinnen. Beim Kids Adventskalender von Red Bull Salzburg. Und die haben halt alle ein Meet and Greet mit mir gewonnen. Und das war so geil, Leute. So geil, die sind dann alle wegen mir. Ich bin extra nach Salzburg gefahren. Die haben das gewonnen, die sind alle gekommen. Jo, wir hatten eine wirklich geile Zeit zusammen. Und war öfter so. Ich habe halt jetzt nur dieses eine Foto, aber es ist öfter so gewesen, dass so Events waren, wo ich am Start war und so viele extra wegen mir oder eben wegen meiner Teamkollegen gekommen sind. Das ist eine Zeit. Einfach, das ist wirklich eine sehr, sehr geile Zeit. Und wie gesagt, hätte ich so die Mittel, hätte ich so diese finanziellen Mittel, dass ich von Vollzeitjob auf Teilzeitjob gehe, ich würde sofort wieder zu Salzburg zurückgehen, weil ich ja diesen Verein liebe, aber ich einfach den Vertrag nicht verlängern konnte, weil es zeitlich und dann letztendlich auch wegen meiner Gesundheit nicht mehr geht oder gegangen ist. Ne? Aber hier auch, ist einfach mega geil, Leute. Das sind die E-Sportler von Frankfurt. So geile Typen. So geile Typen, Leute. Die sind so sympathisch. Die sind so sympathisch. Hier auch wieder. Das war ein anderer Tag. Hier ist auch wieder der Michael. Auch wieder mit Sercan. Ich schwöre, er ist so ein. Der ist nicht nur ein. Der ist kein 31er. Er hat einen Five-Head-Move gemacht, Leute. Ich habe gepostet, dass wir gerade in der E-Sports-Area sind. Da waren wir wieder ein Wochenende am Start, da waren wir trainieren für die E-Bundesliga, Leute. Und dieser Five-Head-Move, er wusste, wo die E-Sports-Area ist, er ist einfach vorbeigekommen. Ohne etwas zu sagen, Leute. Und es war ja nur wir Salzburg-Leute waren am Start. Sie kommen einfach rein, setzen sich hin, blibla blub, ne? Und wir schauen da, Hä, was machst du da, Bruder? Haben wir irgendwie gepostet, so, dass, jo, Eintritt frei und bla bla bla, so, ne? So ein geiler Typ. Richtiger Five-Head-Move war das von ihnen. Und da die Medaille, Leute, die habe ich immer noch. Die habe ich immer noch. Kann man das pausieren? Ja, das kann man pausieren. Ich zeige es euch kurz. Ich bin so stolz darauf, Leute. Ich bin so stolz darauf. Wisst ihr, was krass ist? Die ist richtig, die ist übertrieben schwer. Ich weiß nicht. Aua! Ah, ich weiß nicht, aus was für einem Material das ist, aber ich bin unglaublich stolz darauf. Ich bin auch sehr, sehr stolz, dass wir eben zweimal, in den eineinhalb Jahren, wo ich da war, zweimal die E-Bundesliga gewonnen haben. Und das mit zwei verschiedenen Teams, ne? Dann hier meine, ich schwör, das Shirt ist geil. Einfach die Klamotten auch mega. Wie gesagt, ich kann überhaupt nicht mal ein halbes schlechtes Wort über diese Zeit dort verlieren. Es war wirklich eine mega, mega Zeit. Leute, ich freue mich wieder, wenn ich beim Friseur war. Übergang, übertrieben nice. Da ein Strich rein, hinten zwei Striche. Übertrieben nice. Okay, Bad Boy Blick, ja, ja. Und das auch, wieder ein Fernsehinterview, Leute. Und dort auch, Leute, das macht kein Verein auf der Welt. Red Bull Salzburg ist dort einfach straight nach vorne gegangen. Wir haben einen Medizincheck absolviert, den normalerweise die Fußballprofis machen. Und so viele, als ich das damals gepostet habe als Content Creator. Ich habe ja damals auf Twitter hier, aus dem Beitrag habe ich nicht verfasst, aber auf Twitter. So viele E-Sportler oder Organisationen haben diesen Tweet beantwortet, was für ein Vorbild wir nicht sind und bla, wir gehen die nächsten Schritte und hin und her. Das war, Leute, also Salzburg hat nicht nur national, sondern auch international
finde ich, hier so in der so gar nicht gab. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Verein gibt, der das jetzt auch macht, so ähnliche Sachen, aber so wenn es um Events geht, wie Red Bull Planet One oder es gibt ja diese Comic-Con in Österreich oder irgendein anderes Event, was ähnlich ist wie die Gamescom in Deutschland. Die Salzburg hat uns da immer hingeschickt. Das war so geil, Leute. Das war so, so geil. Da sieht man so vom Medizintest, habe ich ein paar Übungen machen müssen. Das war einfach wirklich, diese Zeit möchte ich einfach nicht missen. Da gibt es auch noch, ich oberkörperfrei. Und hier ist halt dann mein Statement, Leute. Eben, warum ich meinen Vertrag nicht mehr verlängert habe. Könnt ihr einfach auf Pause schalten dann oder in meiner Instagram-Story schauen und das euch durchlesen. Und ja, ich werde diese Zeit auf jeden Fall immer in meinem Herzen behalten. Hier der Beginn, Leute. Ich war so glücklich darüber. Mein erster Fernsehauftritt. Da haben wir im Stadion, Leute, unseren E-Sports-Teller präsentiert. Ich habe auch im Stadion ein Interview gehabt. Hab da Applaus und so weiter bekommen. Ich schwöre, es waren so geile Sachen am Start. Es waren echt, oh mein Gott, der allerschönste Moment. Der allerschönste Moment, zu dem komme ich noch, Leute. Mein allerschönster Moment. Das ist mein zweitschönster Moment. Das ist wirklich mein, oh mein Gott. Man sieht so mein Grinsen gerade, Leute. Das war der schönste Moment ever. Auf dem Meisterbalkon bei zigtausenden Fans, Leute. Da haben wir unseren zweiten Titel, glaube ich, präsentiert. Und dann, Leute, es war ja noch nicht vorbei. Ihr denkt wahrscheinlich, okay, wir stehen jetzt da oben und das war's. Nein, wir haben uns dort hinten, wir sind dort hinten gestanden und wir haben einfach mit den Profis gefeiert. Schaut euch das an. Das haben wir von oben, vom Balkon, live erlebt, Leute. Das war so ein geiler Moment. Wenn ich das jetzt erzähle, Leute, ich hab so ein bisschen Gänsehaut, ne? Ich hab ein bisschen Gänsehaut, weil es so ein geiler Tag war. Du stehst hier oben, präsentierst vor zigtausend Menschen den E-Bundesliga-Meistertitel und dann stehst du mit den Fußballprofis und feierst den Meistertitel, wo sie, glaube ich, 6-1 gewonnen haben. Ja, an dem Tag haben sie, glaube ich, 6-1 im Stadion gewonnen und dann eben die Meisterfeier. Leute, es war einfach so geil. Das ist da, wo wir rausgehen. Ich schaue nur ganz kurz. Sorry, dass ich gerade nicht auf den Chat achte. Ich rede gerade einfach flüssig. Das war einfach so geil. Da habe ich mein... Irgendwie, weiß ich nicht, wer mich anspricht, kriegt mein Trikot und solche Sachen. Das ist bei der Salzburg Weihnachtsfeier entstanden, dieses Bild. Das sieht wild aus, oder? Das sieht wild aus. Da sind auch geile Motive entstanden, Leute. Das ist auch von der Akademie. Sehr, 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 sehr geil. Also, das sind die zwei besten internationalen FIFA-Caster, finde ich. Und die waren da eigens in Österreich und haben das E-Bundesliga-Finale kommentiert. Und der, ich müsste jetzt lügen, Leute, aber es war irgendein Englischsprechender. Einer von denen kannte mich vom Namen. Das habe ich auch mega, mega, mega gefeiert. Hier das Announcement, Leute. So geil, Leute. So geil. Am 1.1.2019 war der Vertrag fix und am 18.1.2019 habe ich das veröffentlicht. Ja, Leute. Wie gesagt, diese Zeit werde ich nie vergessen und wenn ich irgendwie die finanziellen Mittel habe, möchte ich auf jeden Fall irgendwie wieder zurück in irgendeine andere Rolle. Ich möchte nur ganz kurz noch schauen, Leute. Das war meine Vertragsunterschrift mit meinem Management damals. Da habe ich ein geiles Steak gegessen mit Waffeln am Ende des Tages. Oh mein Gott, da hat meine Umfrage gewonnen. Haushoch sogar. Bäh, was mache ich mit der? Waffi, wenn du das siehst, Grüße gehen raus. Da noch, Leute. Da habe ich ein First-Time-Finesse geschafft mit einem Bronzespieler. Gegen einen E-Sportler, gegen Benji, Leute. Ich muss nur schauen. Da mein Interview im Stadion. So geile Sachen habe ich dort erlebt.
so geile Sache, mein erstes Interview. Und das hat ein Zuschauer, genau. Der Michael hat mich da gefunden. Das war ein Zuschauer, Leute. Mein Shooting für die Autogrammkarte damals. Aber wo ist das Feuerwerk? Das müsste jetzt kommen. Das müsste jetzt kommen. Schaut, Leute, dort war ich. Oh mein Gott. Dort war ich einfach. Das, falls jemand da ist. Jetzt Master. Warte, irgendwas sage ich da. Bundesliga-Team Casino. Look at this. Und wir haben dann die Ehre, auf dem Balkon mit der Mannschaft zu stehen. Danke nochmal an den FC Red Bull Salzburg für alles, was ihr mir ermöglicht habt. Und natürlich auch danke an euch. Ja, genau. Danke. Ohne euch wäre es nie zu dem Ganzen gekommen. Dankeschön. Genau, Leute. Also auch ohne euch damals wäre es nie zu dem Ganzen gekommen. Vielleicht schenke ich euch das, falls jemand da ist. Vielleicht kriegt ihr einer von mir das E-Bundesliga-Trikot. Ja. Ein Einzelstück. Leute, es ist so krass gewesen, diese Zeit. Ich schwöre, ich habe so viel gegessen, Leute. Gegessen, getrunken. Hallo. Hallo. Sehr, sehr gut. So eine geile Zeit. Da. Da sind wir hinten versteckt. Ich schwöre, Leute, oben am Balkon waren wir schon. Das sind da, Leute, das war nicht alles. Die sind erstmal alle von Stadion hergekommen. Das war alles full. Einfach krank damals, Leute. Das haben wir schon gesehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Da, das sind die Profis. Hier ist Csoboszlai, Ramalho, Stankovic, Prefliaklo. Nein, ist nicht Prefliak. Doch, oder? Es müsste Prefliak sein. Tut mir leid, Bruder. Dann, das ist Munas Dabur gewesen. Ziegelhauser, ich schwör, der war auch so lang und der war mega geil. Wirklich geiler Typ. Das war hinten dann die Smell Prefliak, ja. Hinten dann noch die Besprechung, die Einweisung, alles noch hinter den Kulissen. So geht es ab, hinter die Kulissen, bevor alle nach vorne gehen, den Meistertitel. Da wird alles besprochen, wie wer nach raus geht und so weiter. Das ist so geil. Das, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, ich schwöre, Gänsehaut gerade, ich stand oben am Balkon, Gänsehaut. Gänsehaut. Alter, es ist einfach nur geil, Leute. Und wenn ihr denkt, ihr steht so oben am Balkon, ne? Ihr steht einfach oben am Balkon und fühlt einfach so ein Feuerwerk. Boah. Oh, ich hab's. So Gänsehaut, Leute. So eine geile Zeit damals. Und da im Casino dann noch mit den Profis. Das war so eine krasse Zeit einfach. Ja, das war meine Zeit in Salzburg, Leute.